So, liebe Freundinnen und Freunde freier Software, ich darf Sie begrüßen zur nächsten Session. Bevor ich allerdings thematisch in die Session einsteige, möchte ich noch zwei Sachen bekannt geben, beziehungsweise auf diese hinweisen. Auch wenn es ab und zu hier auch über den Beamer übertragen wird und nochmal darauf hingewiesen wird. Wir haben im Ausstellerbereich neben dem Foskes-Stand einen sehr großen Drucker. Dieser sehr große Drucker ist nicht dazu da, um zu zeigen, dass es auch Drucker gibt, die mehr als A4 können, sondern der ist auch dazu da, Karten zu drucken. Das heißt, wer irgendwie eine Karte haben möchte von seinem Heimatort oder von Norditalien, weil er den Urlaub da canceln musste, einfach hingehen, sich ausdrucken lassen, mitnehmen, freuen, vielleicht auch als Geschenk. Der Drucker ist einfach noch nicht so ausgelastet, wie er eigentlich ausgelastet sein könnte. Und es wäre doch schade, wenn die Logistik umsonst gewesen wäre. Also gehen Sie hin, lassen Sie sich Ihre Karte drucken. Der nächste Hinweis sind die tollen Freiburg-Cups, die ja doch immer mehr genutzt werden. Wir haben immer noch welche drüben stehen. Vielleicht nochmal, weil manche vielleicht die Aufschrift nicht lesen und sie deswegen irgendwo rumstehen lassen. Das sind praktisch Kaffee-to-go-Becher in Freiburg, auf die ein Pfand von 1 Euro ist. Wir schenken die aber allen, die hier sind. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, erstens den Geschirrverbrauch vom Kaffeestand zu reduzieren, wenn Sie den einfach immer wieder benutzen. Und Sie haben aber auch die Möglichkeit, irgendwo in Freiburg bei einem Bäcker den abzugeben und sich einen neuen dafür geben zu lassen. Oder sogar, wenn Sie von Freiburg am Bahnhof abreisen, da gibt es auch nochmal einen Kaffee. Da können Sie dann überlegen, ob Sie sich noch einen letzten Kaffee mit auf den Weg mitnehmen und den Becher behalten oder ob Sie ihn dort abgeben und den 1 Euro als Geschenk vom Foskes e.V. nehmen. Das können Sie dann natürlich auch zurückspenden. So, jetzt zum Thematischen. Wir haben eine Session mit 3 Vorträgen und thematisch müssen wir sagen, ich liebe Standards, denn die ersten beiden Vorträge werden sich genau mit Standards beschäftigen. Wir haben zuerst den Vortrag die Neuentwicklung der DE-Test-Suite und wenn wir Services haben, die auf Standards beruhen, dann sollen die natürlich auch vernünftig getestet werden können, damit sie auch so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und das ist auch der erste Vortrag. Zum nächsten sage ich natürlich erst vom zweiten Vortrag was und nehme dir jetzt nicht mehr von deiner Zeit, Marc. Bitte, deine 20 Minuten plus dann Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank, Marco. Ich hoffe, man kann mich hören. Wunderbar. Ja, genau. Ich liebe Standards auch, genau wie du, Marco. Und es ist genau das. Die GDI Test Suite würde ich gerne vorstellen in diesem Vortrag. Denn Standards dann zu implementieren oder Dienste darauf aufbauend zu publizieren, das hört sich vermeintlich leicht an, aber im Detail ist es dann doch vielleicht so, dass der ein oder andere Dienst gar nicht so standardkonform ist, wie er das vielleicht annimmt, dass er das ist. Und die Test Suite kann dazu dienen, das festzustellen, um halt einfach sowas wie Interoperabilität zu ermöglichen, damit die Dienste miteinander sprechen können. Dieser Vortrag ist von mir und Herrn Fischer vom BKG erarbeitet worden. Herr Fischer konnte leider heute nicht anreisen, sodass ich auch seine Slides mit übernehme. Traditionell bin ich eher technisch angehaucht und kann sehr viel zu diesen technischen Details der Projektimplementierung sagen und werde auch zu den fachlichen Details hier und da etwas sagen können. Schauen wir mal, wie tief in die Details ich da gehen kann. Ansonsten sehe ich hier aber auch schon andere Menschen, die mir helfen können. Da hinten ist der Armin Retterath, sehe ich schon. Der kann mir dann bestimmt hier und da noch aushelfen, wenn ein oder andere Vokabular vielleicht doch nicht so ganz einwandfrei sitzt. Ja, willkommen. Die Projekteigenschaften vom Relaunch der BKG GDID Test Suite. Die Test Suite existiert bereits seit 2011 als eine der 4 Komponenten von der GDIDE und im April letzten Jahres wurden wir quasi beauftragt in dem Konsortium, was hier auch aufgeführt ist, Terrestris Interactive Instruments und Suprasteria, die Test Suite neu zu entwickeln. Einfach weil die Software etwas in die Jahre gekommen war und weil es neue Anforderungen gab, die man gerne auch mit erfüllen würde. Und Sie sehen das bereits hier, die Projektlaufzeit ist von April letzten Jahres bis August 2020. Das heißt, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns aber schon auf der Zielgeraden, möchte ich mal behaupten. Und ich plane auch, Ihnen gleich noch die Testinstallation, also den aktuellen Zustand der Software zu zeigen. Das ist, wie gesagt, noch in Entwicklung. Das heißt, dort können Dinge nicht ganz perfekt funktionieren. Das ist, wie gesagt, eine Installation, die noch im laufenden Projekt bearbeitet wird. Durchgeführt wurde das Ganze mit V-Modell XT. Allerdings nicht in dieser klassischen Wasserfall-Arie, sondern in einem hybriden Projektvorgehensmodell, in dem wir auch agile
Feedback-Loops und so weiter eingebaut haben, um nicht von vornherein vorzudefinieren, sondern eigentlich auch die Anwender frühzeitig einbeziehen zu können, damit deren Anforderungen auch mit in die Entwicklung einfließen konnten. Das ist hier unten auch nochmal so ein bisschen dargestellt. Ich habe es gerade eben bereits angerissen. Also in der GDI.de, also in der Geodateninfrastruktur Deutschlands, gibt es quasi diese vier Kernkomponenten, möchte ich sie nennen. Und die TestSuite ist eine davon. Was Sie sicherlich kennen, ist das geoportal.de, eine sehr sichtbare Komponente. Aber auch die anderen hier aufgeführten Komponenten sind einfach notwendig oder ja, Status quo einfach relevante Komponenten für diese Geodateninfrastruktur. Die TestSuite, wie gesagt, ist eine dieser Komponenten und dient genau erstmal, wenn man es in einem Satz zusammenfasst, dass man Dienste und Daten überprüfen kann, ob sie denn den Anforderungen beispielsweise von Inspire-Direktiven, Anforderungen an gewisse Dienste oder Daten halt einfach gerecht werden. Das heißt, im einfachsten Fall kann man beispielsweise einen Metadatensatz hochladen und dann wählt man aus, aha, wie müssten denn Metadatensätze aussehen, damit sie konform sind und auch nutzbar sind für verschiedene Anwender. Und dann werden ein Set von Regeln überprüft, ob denn der konkrete Metadatensatz, den ich gerade hochgeladen habe, beispielsweise passt. Das Gleiche gilt adäquat auch für WMS-Dienste beispielsweise und für viele, viele andere Dinge, die man so in dieser Konferenz beispielsweise schon gehört hat oder die Sie vielleicht auch schon alle einsetzen und nutzen. Und die TestSuite, wie gesagt, dient dazu, dass man gucken kann, aha, mache ich denn meinen Dienst? Ich bin eine Behörde beispielsweise, ich bin dazu verpflichtet, Inspire-konform meine Darstellungsdienste anzubieten. Dann kann ich diesen Dienst erstmal aufsetzen, mithilfe der Software, die Sie auch zum Beispiel auf dieser Konferenz kennenlernen werden. Und dann kann ich in der GDI TestSuite sagen, aha, doch, schau doch mal bitte nach, ob ich das denn jetzt alles richtig gemacht habe, habe ich alle Häkchen richtig gesetzt, habe ich genügend Metadaten eingetragen und so weiter und so fort. Und dann ist die Antwort davon eigentlich ein Ja, hast du super gemacht, oder aber da müsstest du vielleicht an 4 bis 7 Stellen nochmal nachschauen und hier dies und jenes nochmal an deinem Dienst anpassen. Genau, also es dient als die zentrale Testplattform der Qualitätssicherung und wie gesagt, es gibt nationale und internationale Standards. Inspire ist bereits erwähnt worden, zu deren Konformität einfach damit getestet werden kann. Die GDI.de TestSuite, also auch die aktuelle TestSuite, die von 2011, ist eine Open-Source-Software und verfügbar. Erstmal quasi kann man sie sich einfach live anschauen. Das sieht dann so aus. Das ist die aktuelle GDI TestSuite, also das ist nicht die Neuentwicklung. Dort kann man das sich anschauen und bedienen auch, also entsprechend registrieren, dort genau das tun, was ich gerade eben erzählt habe. Oder man kann sich auch diese Software runterladen, wenn man denn möchte, oder den Quelltext davon anschauen, sich um halt zu schauen, wie das funktioniert und dort auch eigene Anpassungen zu machen. Was wird da so alles geprüft? Eine ganze Menge. Ich führe jetzt hier mal 4 auf. Also Metadaten habe ich eben als Beispiel bereits gehabt, aber auch CSW-Dienste können auf Konformität getestet werden. Die Darstellungsdienste, klassischerweise beispielsweise WMS, aber auch Download-Dienste, wie sie zum Beispiel von Inspire verlangt werden, üblicherweise zum Beispiel WFS, anschauliches Beispiel, kann getestet werden. Gleichzeitig können wir auch die Qualität dieser Dienste überprüfen, also sprich, antworten die schnell genug und ist dieser Dienst in einem gewissen Zeitraum so verfügbar, wie es zum Beispiel auch Inspire vorschreibt, also sprich, oder ist das ein Server, der zu oft eigentlich down ist und dementsprechend eigentlich dieses Qualitätsmerkmal beispielsweise nicht erreicht. Also es geht nicht nur ausschließlich darum, ob der Dienst das tut, was er tut, sondern ob er es auch in einer Form macht, die verlässlich genügend ist beispielsweise, schnell genug und so weiter und so fort. Also die GDI.de ist grundsätzlich eigentlich eher dienstorientiert und dafür sind standardisierte Schnittstellen einfach sehr wichtig. Auf der linken Seite hier in diesem Kasten hier drin sind sozusagen die technischen Komponenten, die Sie auch eben bereits gesehen haben, diese 4 Komponenten, also Geoportal, die TestSuite, die Registry und der Geodatenkatalog. Die werden alle betrieben im Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Während rechts die dezentralen technischen Komponenten aufgeführt sind, das sind diese ganzen Applikationen, die beispielsweise Darstellungsdienste und Downloaddienste und so weiter und so fort bereitstellen. Also das sind dann quasi bei Kommunen oder bei Ländern eingerichtete, plastisch gesagt zum Beispiel ein Geo-Server oder ein Map-Server, um einen Dienst bereitzustellen. Ja, und natürlich, wie bereits erwähnt, die Konformität bei dieser Bereitstellung ist einfach sehr wichtig. Denn sonst, es ist ja wie ein Vertrag, den man schließt. Wenn ich weiß, es gibt einen Dienst in Rheinland-Pfalz, dann weiß ich einfach, aha, okay, dann ist das ein WMS und dann weiß ich einfach genau, wie ich diesen Dienst, diesen Datentopf quasi anzapfen kann und für mich selbst nutzen kann, um diesen Mehrwert dieser Dienste eigentlich für meine eigenen Anwendungen zu nutzen.
Hier sieht man nochmal, wie das dann genau aussehen kann. Das ist genau das Beispiel, was ich auch eben einmal erwähnt habe. Hier wird ein Metadatensatz auf der linken Seite als XML beispielsweise in die GDI.de-Test-Suite eingetragen. Dort gibt es dann eine sogenannte Testklasse, die sagt, aha, ein Metadatensatz muss ich jetzt prüfen. Was für Sachen müssen da alles so passieren? Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Prüf mal nach, ob das Element File Identifier als Unterelement von MD-Metadata da ist und wenn ja, was da drin steht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Tests natürlich, die durchgeführt werden und am Ende des Tages bekomme ich einen Report, wo dann halt drin steht, ja, dein Metadatensatz, den du konkret hochgeladen hast, gerade in dem Fall, der entspricht dieser Vorgabe an der Stelle und an dieser Vorgabe ist aber irgendetwas noch nicht richtig. Also das heißt quasi ein Katalog mit Handlungsempfehlungen. Also entweder ist alles grün, wie bereits erwähnt, dann ist alles supi. Das ist in der Realität oft nicht der Fall, dass alles grün ist, sondern viel häufiger kommt der Fall vor, dass man doch nochmal hier und da einfach schauen sollte, was man denn an dem Dienst beispielsweise ändern kann, damit er einfach konformer wird. Kommen wir zu den Projektzielen, die in dem Relaunch quasi verfolgt wurden. Hier sind jetzt vier aufgeführt und das sind auch die vier offiziellen Hauptprojektziele, die wir verfolgt haben. Vorab, vielleicht als Ziel 0, ist eigentlich auch als Relaunch, ist eigentlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass wir ein neues, aber auch gleichwertiges System aufstellen. Das heißt, eigentlich alle Funktionalitäten und alles das, was Sie kennen und lieben von der existierenden Test-Suite, soll in dem neuen Projekt auch mit umgesetzt werden. Aber ich habe bereits erwähnt, dass das Projektteam, also mit BKG und den Projektpartnern, die wir eben aufgeführt haben, wir haben da durchaus auch wirklich viele Sachen hinterfragt, bevor wir da blind irgendwelche Dinge wieder nachprogrammieren und haben da uns agil etwas genähert, was, glaube ich, den Kern oder das Ziel dieser Aufgabe, dieser Komponente erfüllt. Kommen wir zu den vier Zielen, die ganz offiziell einfach ausgesprochen wurden für diesen Relaunch. Eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, wir wollten eigentlich die Nutzer von der Test-Suite früh einbinden und haben das auch getan. Die alte Test-Suite war nicht so responsiv. Kein Wunder, es ist von 2011 gewesen. Damals war zwar schon auch mobile Handynutzung existent, aber nicht in der Form, wie man das vielleicht heutzutage als normal annimmt. Wir wollten etwas bessere Test-Reports kriegen. Das ist das, wo ich gerade eben gesagt habe, naja, da werden vielleicht nochmal so ein paar Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Das heißt, eigentlich wollen wir da auch besser werden. Gleichzeitig soll auch die Erweiterbarkeit der Test-Suite gegeben sein. Das heißt, nur wenn wir jetzt sagen, ich habe ja eben einige Testklassen aufgeführt, Download-Dienste und so weiter und so fort. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass sich in der Zukunft einfach neue Anforderungen ergeben, über die wir jetzt noch nicht nachdenken. Dann soll die neue Test-Suite soll nicht starr fünf Dinge können, sondern sie soll so geschrieben sein, dass sie auch an ein sechstes, an ein siebtes Ding noch testen könnte beispielsweise. Die Wartbarkeit der alten Test-Suite war scheinbar auch nicht mehr so gegeben. Das heißt, auch da haben wir auf gängige Technologien und Verfahrensweisen gesetzt. Also quasi, wir haben eine hohe Testautomatisierung, Code-Reviews sind eingeführt worden. Wir haben Oberflächentests, also automatisiert ausgeführte Oberflächentests. Das heißt, das, was ich Ihnen gleich zeige und wenn ich da auf irgendwas draufklicke, da gibt es auch Tools für, die das genau automatisiert für jede Codeänderung machen, um eigentlich auch so eine hohe Qualität dieser Software selber zu gewährleisten. Auch die Hochverfügbarkeit war ein weiteres Ziel, sprich, wenn das eine zentrale Komponente ist, wie ich es ja gerade eben genannt habe, dann muss natürlich auch sichergestellt werden, dass diese Komponente entsprechend auch verfügbar ist, wenn Menschen das denn nutzen wollen. Also High Availability Cluster Installation, also quasi cloudfähig. Das ist die Systemarchitektur, die wir uns dazu ausgedacht haben. Sie sehen bereits, dort oben steht REST. Da bin ich sehr stolz drauf. Ganz zu Beginn des Projektes sollte dort SOAP stehen. Ich persönlich halte da nichts von, aber wir haben uns glücklicherweise dann geeinigt gemeinsam, dass wir also uns auf diese REST-Schnittstelle favorisieren. Das sind also quasi die zwei Interfaces, die nach draußen gehen. GUI ist also das Grafische, das Bunte, was Sie sehen. Und gleichzeitig aber auch dazu wird es eine REST-Schnittstelle geben, um das Ganze auch zum Beispiel automatisiert abzufragen oder zu befeuern. Und darunter gibt es eine Security Layer, das heißt, das Ganze ist mit verschiedenen Benutzer und Benutzerrollen abgesichert. Man kann anonym bereits einen Dienst testen lassen, man kann sich aber auch registrieren, um beispielsweise wiederholende Tests durchzuführen. Plus, dass es natürlich fürs BKG die Möglichkeit geschaffen wurde, doch auch dort zu administrieren, sprich Nutzerverwaltung und so weiter und so fort. Hier unten links, ich glaube, das ist gelblich für Sie oder bräunlich, also hier diesen Bereich meine ich.
Das sind quasi die entsprechenden Frameworks, Test-Frameworks, denn die Tests selber werden nicht von der GDI.de ausgeführt. Also ob jetzt zum Beispiel dieser Metadatensatz wirklich dieses Feld File Identifier an der richtigen Stelle hat und richtig gefüllt, das ist nicht durch Code durch uns geschrieben worden, sondern dort wird gesetzt auf im Moment zwei, einmal die ETF und die Team Engine. Das sind zwei Frameworks letztlich, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, verschiedenste Testklassen auszuführen auf Daten und oder Diensten. Und dazu sehen Sie hier schon, das sind so Microservices, Monitoring, Logging und Mail-Services. Es gibt darüber noch ein paar andere, wie User-Services, ist dies ja auch nur eine Skizze. Und hier rechts, Sie sehen Datenbank, da können Sie sich vielleicht auch wiederfinden, ist PostgreSQL. Also im Grunde eigentlich alles Open Source und auch der komplette Code. Ich habe ja eben gesagt, dass die aktuelle Testsuite bereits zum Download verfügbar ist. Gleiches gilt analog für die Neuentwicklung. Also noch nicht, aber wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird das als Open Source Software zur Verfügung gestellt. Von diesem Diagramm wollen wir uns jetzt einige Sachen mal anschauen. Das ist die neue GUI. Ich werde diese Folien jetzt ein bisschen zügiger durchgehen. Das ist mehr oder weniger mein Fallback. Ich habe auch noch eine Live-Demo dabei. Ich wollte es aber wenigstens einmal anzeigen. Das ist genau diese, also es sind zwei verschiedene Ansichten der gleichen Semantik sozusagen. Links sieht man das in einem Browser-Test, also wie es in einem Browser aussieht, in einem, letztlich diesem Laptop. Und rechts ist die Ansicht, wie das aussieht auf einem, ich glaube iPhone X ist das hier. Sie sehen das schon, hier oben ist so ein Hamburger-Icon. Das heißt, da sind dann einige Informationen drin versteckt, die man dann hier wiederum wiederfindet. Der Rest wird ausgegraut, also das ist dieses responsive Design, was wir uns dort gemeinsam erarbeitet haben. Und das schauen wir uns vielleicht gleich auch noch live an. Das ist bereits das, was ich eben erwähnt habe. Also das ist jetzt hier die andere Oberfläche, die andere Schnittstelle nach draußen sozusagen. Das sind jetzt hier zwei Restbeispiele. Das sind jetzt Testkonfigurationen, die ich hier anfragen kann, wo ich, wenn ich eine gewisse URL aufrufe, einfach in dem Fall ein JSON zurückbekomme, in dem halt genau die Informationen drin stehen. Gut, eine wichtige Komponente ist dieser Test-Framework Adapter Layer. Den haben Sie eben vielleicht auch gesehen. Ich habe gesagt, zwei Test-Frameworks sind da drin, ETF und Team Engine. Und obendrauf haben wir quasi einen Adapter gesetzt, sodass das halt diese Erweiterbarkeit im Grunde erlaubt, von der ich eben bereits gesprochen habe, die ja ein Projektziel war. Das heißt, im Grunde, wenn jetzt eine weitere Software aus dem Boden gestampft wird, die auch solche Dinge tut, dann ist es eigentlich nur noch ein Doing, um die auch in die GDI.de zu integrieren. Man muss ein Interface implementieren. Also es ist nicht out of the box hinwerfen und fertig, aber es ist ein klar strukturierter Vorgang, um die auch zu erweitern. Das sind die Tools und die Sprachen und die Bibliotheken, die wir eingesetzt haben. Das ist eine schöne bunte Folie. Die Takeaway-Message von dieser Folie ist eigentlich auch, dass wir einfach auf einen modernen Stack gesetzt haben. Die clientseitigen Code-Sachen sind mit TypeScript gemacht. Backend-seitig kommt Spring Boot zum Einsatz. Hier sind noch viele verschiedene andere Komponenten gebaut. Wird das Ganze mit einem Maven-Projekt. Es gibt Build- und Deploy-Linien. Das war ja auch eine Anforderung, dass es halt einfach kontinuierlich getestet wird und automatisiert deployed werden kann mit GitLab. Und so weiter und so fort. Das heißt, dass die Komponenten in dieser neuen, oder die Teilkomponenten, die die neue Testsuite ausmachen, sind so ziemlich das Modernste, was es am Markt derzeit gibt. Das ist ein Ausblick hier, wie das so läuft. Hier oben rechts ist so eine Build-Pipeline, also eine Pipeline, eine Codeänderung hat stattgefunden, dann wird getestet, die Oberflächentests habe ich bereits erwähnt, es wird etwas neu gebaut und gegebenenfalls auch deployed direkt irgendwo hin. Hier unten sieht man auch, dass es dann in verschiedenen Umgebungen läuft. Gleich schauen wir uns die Testumgebung an. Das überspringe ich. Das haben wir auch bereits erwähnt, sodass ich direkt in die Live-Demo gehen kann. Ich glaube, ich habe noch 4 Minuten, denn du hast mir eine geklaut. Szenenapplaus. Sie haben gerade die alte gesehen. Das ist die neue GDI.de Testsuite. Sie sehen schon, das fadet da so rein. Das ist jetzt viel hübscher alles als vorher. Ich melde mich jetzt hier einmal an. Die URL, ach stimmt, die wollte ich ausblenden, die URL vergessen Sie bitte einfach, die dort oben steht. Das ist eine geheime URL von meinem Testsystem. Wir sehen jetzt hier quasi zwei Tests, die ich bereits angelegt habe. Und wir können jetzt quasi mal einen neuen anlegen. Ich kopiere mir einfach diese URL. Moment. Also ich habe jetzt hier, ich hoffe, der sucht. Tastatur tippt nicht, das ist schlecht. Aha. So, das ist ein Dienst, irgendein x-beliebiger WMS. Ich
ich wähle mir jetzt mal den aus. Und mal angenommen, ich wäre jetzt, ich möchte jetzt gerne wissen, ob das eine konformer WMS-Dienst ist, dann kann ich den hier angeben. Ich nenne es jetzt Foskis. Testklasse, die mich interessiert, also das, worauf jetzt dieser Dienst getestet sind, ist die View-Services in meinem Fall. Und ich gebe dann hier jetzt die URL ein, drücke auf Erstellen und ein Test wurde erfolgreich angelegt, wunderbar. Vorher waren hier zwei, jetzt gibt es hier drei, jetzt gibt es hier Foskis und Sie sehen hier hinten schon diesen kleinen Play-Button. Dort kann ich jetzt diesen Test ausführen und während wir quasi jetzt hier weitersprechen, ist er, glaube ich, sogar schon fertig. Ja, klasse. Also er hat irgendwie in 11 Sekunden jetzt quasi diesen entfernten Dienst darauf getestet, ob er denn jetzt konform ist. Und oh Wunder, ich habe es bereits erwähnt, er ist nicht konform. Und das ist, wie gesagt, doch der Normalfall. Jetzt sind wir hier und schauen uns diesen Report an. Hier sind jetzt dann die detaillierten Informationen. Also ich kriege hier einen lachenden Smiley für die Dinge, die gut geklappt haben und für... doch mehrere Sachen kriege ich rote Ausrufezeichen bzw. gelbe Warnschilder, wo einfach gesagt wird, naja, was ist denn da alles gut und was ist alles so schlecht. Das ist also der Schnelldurchlauf jetzt quasi durch den neuen Workflow. Das Ganze lässt sich, wie gesagt, auch periodisch aufrufen und so weiter und so fort. Auch zu dieser Qualität des Services, also das habe ich eben bereits erwähnt, mit wie verfügbar ist er denn und so weiter und so fort, gibt es entsprechende Frontends. Gut, klasse. Live-Demo hat soweit geklappt, wie ich das finde. Dann ist auch meine vorletzte Folie sozusagen. Die Folie hat der Herr Fischer geschrieben. Also er selber bewertet das auch als gelungenes Projekt und sagt, es ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Projektpartner. Ich kann das von meiner Seite nur unterstützen. Aktuell befinden wir uns im ersten Anwender-Akzeptanztest. Das heißt, wir sind jetzt schon doch etwas weiter fortgeschritten. Sie haben ja gesehen, man kann auch schon viele Dinge tun damit. Die Anwender schauen das sich jetzt gerade nochmal an. Ich erwarte da auch reichlich Feedback noch, was für Dinge noch vielleicht verbessert und angepasst werden können. Und der angeplante Go-Live ist halt im Mai 2020 und dann ist es unter dieser URL verfügbar. Und für die Freunde von Open Source, so hast du die Menschen ja hier begrüßt im Hörsaal, ist es dann auch als Open Source verfügbar. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben noch ein paar Fragen. Ja, Marc, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Du bist absolut perfekt in der Zeit geblieben. Die 2 Minuten, die ich dir geklaut habe, die haben wir jetzt sozusagen so. Deswegen sind wir bei 22 und haben entsprechend Zeit bis zu 8 Minuten für Fragen. Bitte. Ja, bitte dann jeweils auf das Saalmikro antworten, warten, damit wir das auch in dem Videomitschnitt mit drin haben. Wir haben eben ein Bild gesehen von der API, mit der ich Informationen über die verschiedenen Testklassen bekommen kann. Ja, das ist hier vermutlich. Ist die API auch so konzipiert? Oder gibt es Ideen, dass man auch von außen direkt entsprechend einen Test starten kann? Oder muss es immer über die GUI laufen? Also könnte ich im Endeffekt auch über eine API-Schnittstelle einen Capabilities-Link angeben auf den Dienst oder auf eben den Service-Meter-Datensatz, den mich interessiert, und lasse den einfach remote direkt laufen und kann dann wiederum Informationen über den Status bekommen? Exzellente Frage. Also diese ganzen REST-Schnittstellen dafür existieren. Also soweit, wie sie denn schon entwickelt sind, die existieren bereits. Das ist tatsächlich die Frage, wie viel man davon nach außen tatsächlich auch ist. Das ist ja auch ein Vertrag, den wir zwei dann schließen würden, wo wir sagen, aha, so machst du das übrigens und in dieser Form kannst du das machen, um halt eine Testkonfiguration hinzuzufügen oder auszuführen oder was auch immer. Und genau da ist noch so ein Abstimmungsprozess. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir das bereitstellen werden und dass man das auch ja programmatisch quasi benutzen kann, dass die Testsuite. Entsprechend über API-Token dann zur Anmeldung. Ja, es sind 2 verschiedene Varianten, glaube ich. Also entweder muss man sich gar nicht anmelden für den einmaligen Test. Ne? Schnelltests gehen komplett ohne Anmeldung. Wenn ich allerdings möchte, dass sie in so einer Liste auftauchen und ich die verwalten kann und ich auch eine Historie habe und so weiter und so fort, muss ich mich gegenüber diesem Service authentifizieren. Da sind 2 verschiedene Varianten erlaubt. Ich glaube sogar einfach eine Basic-Out und eine Bearer-Token-Authentifizierung. Müsste ich auch in den Details nachschauen, aber ja, für gewisse Dinge müsste man sich authentifizieren. Vielen Dank. Ja, hier ist noch eine Frage. Ja, eine Frage. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man direkt das Inspire GML validieren kann? Also nicht den Dienst, sondern die GML-Daten, die zum Beispiel in Atom Feeds angeboten werden?
Ja, also auch Daten lassen sich validieren, meines Wissens nach. Ich denke ja. Also das ist jetzt genau einer von diesen Momenten, wo diese Fachlichkeit gefragt ist. Ich kann vielleicht erwähnen, dass also die Kontaktdaten zu Herrn Fischer beispielsweise sind hier drin. Andere Menschen wissen da vielleicht auch noch mehr. So, da sind sie. Im Detail würde ich dann nochmal tatsächlich nachhorchen oder schauen, ob die aktuelle GDI-DE-Testsuite das kann. Wenn sie die aktuelle das kann, dann kann die nächste das auch. Und ich gehe davon aus, dass das vorgesehen ist, aber vielleicht dann doch nochmal bei Herrn Fischer oder anderen Kollegen nachhorchen. Hier nochmal eine Nachfrage. Ansonsten bitte deutlich melden, dass wir das auch mitbekommen. Nochmal eine Frage zu den Metadaten. Der Begriff Metadaten wird ja häufig synonym verwendet, angefangen für Capabilities-Dokumente über Service-Metadatensätze oder Dataset-Metadatensätze. Was genau deckt die Testsuite denn ab? Also geht es nur um Service-Metadaten oder werden auch Capabilities-Dokumente analysiert? Und sind vielleicht auch verlinkte Service-Metadaten innerhalb eines Capabilities auch getestet? Also wird eine Verlinkung aufgelöst? Ich glaube, letzteres nicht. Aber wie gesagt, auch das ist eins, wo ich glaube, vorher abgestellt habe. Auch da müsste ich in der Fachlichkeit auf andere Menschen verweisen. Ich glaube, dass die Verlinkung nicht aufgelöst wird. Ich glaube allerdings, dass die anderen Dinge, also sowas wie Capabilities, aber auch die rohen Metadaten zu einem Datensatz beispielsweise, geprüft werden können. Ist das eine generische Schnittstelle oder müsste ich speziell den Capabilities-Testfall, die Testklasse auswählen, wenn ich ein Capabilities-Dokument testen lassen möchte? Da kann ich im Detail auch leider nichts zu sagen. Ob es jetzt so generisch ist, dass man halt, weiß ich tatsächlich nicht. Okay, danke. Ja, dann haben wir am Saalende noch eine Frage. Da hinten hat noch eine Dame aufgezeigt. Hören Sie mich? Ja, genau. Ich hätte noch eine kurze Frage zu den Fehlermeldungen, also zu den Reports. In der alten Anwendung war das ja manchmal etwas kryptisch, die Fehlermeldungen überhaupt zu interpretieren oder etwas damit anzufangen in Bezug auf, muss ich dann die Fehler wirklich ausmerzen, um eigentlich wirklich einen validen Inspire-Geodatendienst zu publizieren? Oder kann ich sie ignorieren? Häufig war dann immer die Reaktion, naja, so manche kann man auch ignorieren. Das macht es natürlich für viele geodatenhaltende Stellen sehr schwierig, weil dort auch, das sind Menschen, die nicht sich intensiv mit Inspire-Daten befassen und auch die Fehlermeldung nicht interpretieren können. Ja. Das war ja auch eins der Ziele, dass diese Reports im Grunde etwas verständlicher sind. Tatsächlich sind uns da allerdings auch teilweise die Hände gebunden, denn die entsprechenden Fehlermeldungen kommen von den Test-Frameworks. Das heißt, wenn die Team-Engine sagt oder irgendein anderes Test-Framework, an dieser Stelle hätte ich erwartet einen wie auch immer gearteten Identifier, dann ist diese Information erstmal über die Test-Suite, also die Software, die oben drüber sitzt, die ich gerade vorgestellt habe, kann jetzt erstmal nur weitergegeben werden, denn es ist ja quasi nur so ein Durchreichen, wenn man möchte. Aber auch da haben wir drüber nachgedacht, also Sie haben diese drei Ampelfarben da gesehen, also das mit dem Grünen, mit dem Gelben und mit dem Roten. Es gibt dort Anstrengungen, um das ein bisschen einfacher und verständlicher zu machen. Ob das in der letzten Güte wirklich so weit runtergebrochen wird, dass wir jede Test-Engine-Fehlermeldung von jeder Testklasse so übersetzen, dass wir sagen, naja, hier am besten das und das machen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist dies auch mit eins der Entwicklungsziele. Danke. Ich hätte jetzt auch noch ein paar Fragen, aber die Zeit haben wir dafür leider nicht. Ich weiß aber, dass ich dafür dann einfach an den Stand von Terrestris gehen kann. Da lässt sich das Ganze ja dann noch weiter vertiefen. Und wir nutzen die Zeit, um für den nächsten Vortrag umzubauen, den uns dann der Pirmin Kalberer halten wird. Ja, vielen Dank.